Liebe Gemeinde, willkommen beim nächsten Turnierspiel. Auf der neu aufgesetzten Sparrowdale treffen nun das Team Maximal Plus 1, bestehend aus Alasut und Maximal und Leonardus-Gehilfen aus Alcalzone und Julian den Zettlermann aufeinander. Die Karte hat ein paar kleine Updates bekommen. So sehen wir hier zum Beispiel die Türme. Also der Waffenstillstand zuallererst noch 30 Minuten jetzt. Die Türme sind sofort erreichbar. Und die Türme sind mit diesen 8 Trupps gebunkert. So, wir haben Alasut in blau, Maximal in lila, Alcazon in rot und Julian in gelb. Hallo, ich bin Lina. Und ja, ich denke, die Map, die Map ist auch auf jeden Fall sehr schön geworden. Okay. Wir sehen schon, dass die Leute des Teams hier ihre Sachen aufbauen. Im Norden arbeitet sich gerade Alcazone seine Hochschulen hoch und beginnt seine Minen zu besetzen. Hat noch keine Heldenwahl getroffen. Gleiches gilt auch für Julian, der auch seine Minen schon mal belegt und ja, seine Hochschulen baut. Hier unten hat sich Alasut inzwischen mit Erek, Marie de Morfichier und Drake ausgestattet. Und beginnt auch schon ein bisschen seinen Aufbau zu machen mit 2 Hochschulen. Und ich glaube, er sucht gerade ein bisschen seine Minen zusammen. Dazu sei gesagt, das Südteam, das wir hier haben, Maximal Plus 1, ist als komplettes Neueinsteigerteam, unterwegs. Die sind ganz frisch im PvP. Gut. Während Mike Astro und Julian ja bereits ein bisschen was zusammengesammelt haben. Mutig. Oh. Maximal erforscht schon die Wehrpflicht. Möglicherweise ist er sich nicht ganz sicher, dass er ein bisschen Freiraum tatsächlich hat, um erstmal seine Stadt vernünftig aufzubauen. Aber er hackt erstmal Holz. Und wir dürfen erst in die gespannt sein, zu sehen, was passiert. Auf jeden Fall, gestern haben Julian und Alcazone ein ausgesprochen schönes Spiel hingelegt. Wo die auch bewiesen haben, dass sie sehr gut in der Lage sind, eine ordentliche Wirtschaft aufzustellen. Deswegen liegt unser Fokus zum guten Teil erst einmal hier auf dem Süden. Novato grüßt den Twitch-Chat. Und YouTube übrigens auch. Verdammt, habe ich jetzt schon am Mike mitgesagt? Verdammt. Ich weiß nicht, warum ich dich mal mit Alcazone verwechsel. Es tut mir leid, Mike. Falls es passiert, bitte verzeih mir. Okay. Der Süden bildet ein paar Sperrträger aus. Ich denke, die wollen das benutzen, um die Türme einzunehmen. Weil sie sich nicht sicher genug sind, dass wir es mit den Helden only hinkriegen. Das ist die Intention des Südteams. Also ja, Alcazone und Julian haben bereits ein bisschen was an Erfahrung hingelegt. So, hier sehen wir, Drake wird vorausgeschickt, um den Schaden aufzusaugen, weil die feindlichen Truppen sehr viel Schaden machen. Erek und Marie ist eine standardmäßige Kombination und Marie ist die wirkliche Damage-Dealerin mit dem Buff von Erek. Auf dieser Seite funktioniert das. Hier macht Drake auch wieder das Gleiche, er zieht den Schaden auf sich. Erek hat komplett daneben geschlagen. Marie hat hier... Oh, okay. Auf der Seite von Julian könnte es härter nach hinten losgehen. Er sollte sich vielleicht mit seinen Helden zurückziehen. Alcazone zieht sich auch zurück. So. Da bildet sich der Süden erstmal ein paar weitere Sperrträger aus, um darauf zu antworten. Und ein Schwertkämpfertrupp. Okay, das wird dem Süden ein bisschen in den Aufbau reinschlagen. Wobei von Alasut bereits die erste Gruppe an, die erste Ziegelhütte aufgestellt wird. Während er sich zuerst um seine Steinmühle kümmert. Den ersten Posten, den man sich auf jeden Fall holen sollte, ist natürlich erstmal der Stein- und Lehmposten. Weil die für den Aufbau erst einmal wichtiger sind. Aber danach sollte man nicht zu lange zögern, sich Eisen und Schwefel zuzulegen. Hat Barbara gerade versucht zu joinen? Die sind für VQ. Ah.
Marie de Morfichet von Alasud wurde zusammengeschlagen und musste sich zurückziehen, hat aber ihr Gift noch gezündet. Hat Eric Wirbelschlag schon gemacht? Ja. Mithilfe der Speere hat... Oh, Marie hat, glaube ich, hier ordentlich reingesammelt. Also bei Alasud scheint das ganz gut geklappt zu haben mit dem Helden. Schauen wir gleich mal maximal. Der mit 6 Truppsspeerträgern arbeitet und auch die gute Heldenkombination genommen hat. Das ist im Endeffekt die vernünftigste Heldenkombination, die man hier nehmen kann, denke ich. Vor allen Dingen haben alle Teams es richtig gemacht, dass sie Drake vorausgeschickt haben. Ein weiterer Held, den ich zumindest in persönlichen Tests dafür ganz gut gesehen habe, den man benutzen kann, ist tatsächlich Varg. Weil man den halt auch vorausschicken kann mit seinen Hundis und damit den Schaden auf sich ziehen kann und dadurch einen Triple Buff kriegen kann. Drake wurde zusammengeschlagen, aber Alasud kriegt seinen Turm. Letzten Endes ist Drake aber, wenn es später in den Kampf geht, vielleicht die bessere Wahl. Es sei denn, man geht auf sehr viele Schützen. Nun, Mike, was will man machen? Du legst halt immer so schöne Spiele hin. Da kommt man nicht umhin, sich daran zu erinnern, nicht wahr? Oh, da kam ein sehr guter, Marie von Alcalzone. Julian versucht es erneut und löscht damit die Bogenschützen gleich drastisch aus. Wenn Marie es gleich auch macht. Drake wurde zusammengeschlagen, aber Marie löscht den Rest jetzt. Sehr schön. Ein paar Milizen werden auf der Seite von Maximal noch mitgebracht. Wehrpflicht bringt tatsächlich nur was für Kasernen. Ah ja, also meint es, um die Türme zu nehmen. Ja, stimmt. Klar, Stream-Delay. Muss natürlich ein bisschen, oder Stream-Chat-Delay. Ich habe nichts spezifisch dafür eingestellt, aber ein bisschen was kommt immer zustande. Da hier natürlich mehr Truppen dabei sind, nimmt der Süden seine Türme schneller ein. Oh. Julian muss seinen Helden nochmal zurückziehen, denn das ist gerade noch nicht drin. Zumindest kommt Alcalzone an seinen Turm. Barbara joint wieder. Dann leftet wieder. Es ist definitiv übersichtlicher, Napo. Okay, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Maximal ist ein bisschen zögerlich, wie er seine Helden einsetzen möchte. Der erste Posten geht jetzt aber gleich erst einmal an Alasud. Was legt Alasud für einen Aufbau bisher denn so hin? Zweite Ziegelhütte steht. Bildung wird jetzt erst... Oh, Bildung wird jetzt erst erforscht. Also ja, das Südteam ist drastisch unerfahrener als das Nordteam. Das heißt, wahrscheinlich wird das Nordteam eine einfachere Situation für sich haben. Aber deswegen bin ich erst mal gespannt zu sehen, wie der Süden sich schlägt. Ah. Hier oben wird kooperativ gemeinsam am Turm gearbeitet, um ihn zu nehmen. Was sind denn die Punkte bisher? Seht nur, es klappt auf und wird wieder warm. Ich sehe, der Norden hat drastisch mehr Punkte zusammengesammelt, weil die natürlich schnell mit hohem Zahltag gearbeitet haben, mehr verschiedene Sachen getan haben, ihre Stadt ein bisschen weiter ausgebaut haben, aber in erster Linie hacken die halt mit viel mehr leibeigenen Ressourcen. Hier kämpfen die Soldaten ein bisschen ohne die Helden kommen jetzt da erst an. Hier wird der Posten auch direkt ausgebaut. Hallöchen Dande und guten Appetit. Aber ja, wahrscheinlich wird das Ganze ein bisschen sehr gemetzelt enden. Wir wissen bereits, was Nordheim für Sachen hinlegen kann. Wir haben die ja gestern auf Winterzauber gesehen. Und das war einfach ein spannendes Spiel. Okay, die Speerträger des Südens sind hier einfach komplett ausgedünnt. Aber Maximal kommt hier durch. Alcalzone baut inzwischen Birmingham aus. So, jetzt könnte Julian seine Armee... Nee, nicht Julian. Jetzt könnte Alasud seine Armee benutzen, um hier rüber zu gehen und damit mitzuarbeiten. Julian unterdessen hat seine 5. Ziegelhütte aufgestellt, bildet gerade die nächsten Leibeigenen aus, ist am Bevölkerungslimit angekommen. Okay, kein Dorfzentrenaustausch findet statt, also kein... Schutztausch.
Julian erobert jetzt aber garantiert seinen Turm und sorgt damit für eine vernünftige Lehmversorgung. Steinversorgung des Nordteams. Punktspiegelung, nicht Achsenspiegelung, was das angeht. Karte ist punktgespiegelt, nicht achsengespiegelt. Ah, da kommt jetzt Alasuz Steinmine. Ich glaube, der Süden hat halt den Fehler gemacht. Die waren nicht zuversichtlich genug, wie sie mit den Helden umgehen würden. Das kann man auf jeden Fall verzeihen. Denn ein Heldeneinsatz braucht schon ein gewisses Maß an Übung, um vernünftig zu laufen. Der Norden hatte mehr Übung. Und selbst da ist es komplexer gewesen. Hallöchen, Phoenix. Ja, der Waffenschildstand-Timer hat sich verabschiedet. Aber da hier keine große Differenz ist, können wir ja einfach am F8-Timer ablesen. Alcazone verfügt nun über seine Festung. Ich bin gespannt, ob irgendjemand von den Leibeigenen selbst umbringen geht. Okay, der erste Eisenturm ist jetzt aber gleich in den Händen des Südteams. Dafür hat der Süden aber keinen wirklichen Zugriff auf Lehm. Oh, aller Süden am Bevölkerungslimit. Hat ja sein Dorfzentrum Platz gesetzt und schickt auch Leibeigene los, um den zu bauen. Und wir müssen bedenken, was die Bevölkerungsstatistik angeht, hat der Süden halt nur einen leichten Vorsprung gekriegt oder Schub gekriegt wegen der ausgebildeten Truppen. So, maximal hat Cambridge genommen. Mal schauen, ob sie zu ihren nächsten Türmen gehen. Und der wird auch direkt ausgebaut. Der Eisenturm, den jetzt auszubauen, bin ich mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Denn ich glaube, die Baumaterialtürme sind erstmal wichtiger. Zumindest der Zahltag jetzt inzwischen schon oben. Aber man merkt, dass beim Süden der Aufbau ein bisschen improvisierter ist. Desync für Napo. Hast du auch den MP-Updater einmal drüber gezogen? Da ist kurz vor dem Match wieder was reingekommen. Okay, hier drüben beschafft sich Alcazone jetzt seinen Eisenturm. Julian arbeitet noch an seinem Steinturm. Lehmturm? Steinturm. Steinturm ist richtig, genau. Gut, und Julian verfügt nun auch über seine Festung. Beginnt jetzt Blumen zu bauen. Er will die frühe Motivation haben. Sind seine Priester vernünftig versorgt worden? Ja, das hat hier funktioniert, bei diesem Kapellenspot. Ja, das auch funktioniert. Ich glaube, der Süden verfügt aber auch nicht über Kapellen. Man merkt auf jeden Fall, dass der Süden komplette Anfänger sind. Aber das bedeutet nur, dass sie das Potenzial haben, sehr viel zu wachsen. Das haben wir über mehrere Turniere schon gesehen, dass es gerne mal passiert, wenn man dran bleibt. Und das ist auf jeden Fall genau das, was sie machen sollten. Heldenwahl und Heldeneinsatz war bisher schon richtig. Auch wenn das Selbstvertrauen gefehlt hat, das ohne die Truppenunterstützung zu machen. Der Süden hat halt den eigenen Aufbau ganz schön hart gehemmt mit dem Bau der Kaserne und der sofortigen Erforschung von Wehrpflicht. Es regnet. Okay, ich glaube, die schlagen jetzt gemeinsam auf den Lehmturm, um den schneller zu nehmen. Das kann funktionieren an diesem Punkt, einfach kombiniert dagegen anzukämpfen. Es könnte vielleicht sogar schneller gehen, beide Türme kombiniert zu bekämpfen. An dem aktuellen Punkt.
Die Frage ist dann, wer bekommt den Turm? So, hier rennen die Hornets aufeinander. Drake saugt den Schaden auf, Eric ist gebufft. Wirbelschlag. Doppelgebuffte Marie. Ist ein bisschen zu weit gelaufen. Und Gift. Macht die andere Marie auch ihr Gift? Demoralisieren und Gift. Und einfach gelöscht. Der den finalen Schlag landet, bekommt den Turm. Okay. Ah, da kommt der zweite Ausbau bei Alcalzone. Julian arbeitet sich noch ein bisschen sehr hart mit dem Steinturm. Lustigerweise wird der Süden seine kompletten Türme schon da zusammenbekommen. Okay, Maxima hat den Turm bekommen. Lustigerweise hat es ganz genau richtig funktioniert. Jetzt können sie ohne Unterlass direkt und auch direkt ausgebaut. Jetzt können sie, wenn sie gemeinsam zuschlagen, ohne zu zögern, direkt zum nächsten Turm gehen und den auch schon nehmen. Also diese beiden Türme sollte man auf jeden Fall so schnell es geht ausbauen. Das sind die ersten Türme, die man sich holen sollte, weil die für den Aufbau wichtig sind. Die sorgen für Lehm und Stein und das braucht man später, um gute Dinge zu bauen. Wie zum Beispiel Schmieden. Oh. Wir sehen, dass Alcalzone sich einen Marktplatz aufgestellt hat und Steine erhandelt. Hat Julian sich auch schon einen Marktplatz aufgestellt? Nein, aber er versorgt seine Ziegler erstmal. Ich glaube, das ist frühere und schnellere Versorgung als früher, als im Match gestern passiert ist. Was eine gute Entwicklung ist. Die Blumen geben natürlich einen frühen Motivationsschub. Ah, hier gehen jetzt ein paar Milizen mit, um zu tanken, damit die Helden gleich ihren Job machen können. So. Und jetzt kommt von Alasud die Kapelle. Er hat auch schon einen Steinmetz stehen. Da die Kapelle jetzt erst kommt, hat Steinmetz eine Sägemühle bereits stehen. Ich glaube, er versucht möglicherweise, Zitadelle zu rushen. Und einfach direkt sofort, so schnell es geht, auf eine Kathedrale zu kommen. Alcalzone hat Chandelhelm genommen. Und lässt es jetzt ein bisschen arbeiten. Hier sind die Karren unterwegs. Julian lässt den hier inzwischen ausbauen und gibt sich jetzt ein bisschen Schub, um das hier zu nehmen, sobald seine Helden ihre Fähigkeiten haben. Und vielleicht, sobald die Helden das auf der anderen Seite dabei sind, denn wahrscheinlich kommen die jetzt auch mit rüber gerannt und schlagen dann gemeinsam zu. Oh! Alcalzone hat seine Steinmühle leer gehackt. Ganz gnadenlos. Die von Julian hält noch ein bisschen. Und ja, bei Maximal ist generell der Ausbau noch sehr stagnant. Peterborough wurde ausgebaut. Ich habe keine Ahnung, was Peterborough gewesen ist. Bisschen Steinecke von Alasud. Hier unterdessen arbeitet sich Alasud durch das Schwefelgebiet durch. Alcalzone baut Birmingham aus. Ah, okay. Das ist Peter. Ich kann hier unten einfach ablesen. Ja, da sieht man das. Hallöchen, Barbara. Willkommen im Stream. Und schön, dass es mit dem Join geklappt hat. Ja, wir können ja hier unten einfach lesen. Hier haben wir zum Beispiel Norwich. Um das wird gerade gekämpft. Die Helden können das hier schaffen, wenn sie die Bogenschützen niederhauen. Und wenn... Nein, noch sehe ich keine... Ah, die sind noch nicht dabei. Julian baut Peterborough aus. Weiter. Wahrscheinlich zuallererst die Produktion. Die Produktion von bei den Sachen hoch zu pushen ist wahrscheinlich sehr wichtig. Domi sagt Abend und Domi kriegt den Desync. Alcalzone baut aus, Maximal baut Cambridge aus. Eric ist erstmal ausgerutscht. Aber das kriegen die beiden Helden gemeinsam hin. Da kommt von Julian die Steineko. Und er erforscht auch schon die Büchereien, den Buchdruck, um seine Kirche kriegen zu können. Ich bin müde. Es ist... Na gut, er hatte einen Zahltag gewartet. Also hat er einen Zahltag gewartet, er die Bildung reingedrückt hat. Dementsprechend ist seine Motivation noch nicht so sehr im Keller.
Wie sieht es inzwischen bei Maximal aus? Zwei Sägemühlen. Wahrscheinlich, weil es die Sachen sind, die er bauen konnte und weil er nicht so viel Holz hat. Er hat auch nicht mit so vielen Leibeigenen gehackt. Er ist bei 15 Leibeigenen noch. Alasud bei 221. Der Norden wiederum rennt inzwischen mit 100 bei Alcalzone und 89 bei Julian hin. Dritter Ausbau. Ja, okay, der Norden baut eiskalt, ohne zu zögern, seine Türme weiter aus. Oxford wird inzwischen auch ausgebaut. Bei Alasud. Es muss dazu gesagt sein, die Karte ist auch komplex. Die ist nicht einfach, besonders für Anfänger. Aber sie ist halt aufgrund der Veto-Vergabe zustande gekommen in diesem Match. Ich glaube, wir haben auch noch einmal Macht der Strategen in der Gruppe. Ich glaube, ansonsten ist alles Winterzauber, wenn ich mich nicht irre. Was die einfachste Karte für alle Beteiligten sein wird. Ah! Hier baut Alcazone seine Eisen-Echo schon mal auf. Weil er jetzt über sehr viel Lehm und Holz verfügt und das Zeug einfach weg muss. Hier. Denn Lehm bekommt jetzt an den Kopf geschmissen alle paar Sekunden. Jeder dieser Karren ist mit 250 gefüllt. Und weil die Produktion wahrscheinlich voll aufgewertet ist, kommen, ich glaube, etwas über eine Minute alle 60 Sekunden, 67 Sekunden. Kommen da ein paar rüber. Kommt da ein Karren mit 250 rüber. Und das staut sich dann gut an. Das heißt, wenn der eine ankommt, ist der nächste hier schon halb da angekommen. Zumindest auf der einen Seite. Okay, wer kriegt den Turm? Ja, Lehm ist komplett aufgewertet. Kein Wunder, dass es da reinkommt. Okay, Alcazone hat Norwich bekommen. Es macht aber keinen wirklichen Unterschied letzten Endes, weil beide ja die Lieferwagen bekommen. Es ist nur eine Frage dessen, wer sie ausbauen muss. Oh, noch ein Ausbau. Das könnten jetzt vielleicht die Stärkung... Noch ist nicht der Stärkungsausbau, das würden wir sehen wegen mehr Hitpoints und höherer Rüstung. Und Schützenausbau würden wir dann wahrscheinlich dann erst sehen. Es regnet. Das ist der dritte Ausbau von Birmingham. Bin mir nicht sicher. Ne, 36 Sekunden weiß ich gar nicht. So. Der vierte Ausbau schon. Okay, gut. Dann ist das Teil jetzt gleich auf maximalem Ausbau und kann absolut produzieren. Was den Bau der Eisenminen, was den Bau der Eisen-Eco drastisch vereinfachen wird. Was ist mit dem passiert? Er hat ganz genau einen Hitpoint übrig. Was ist mit diesem Leibi passiert? Wo hat er denn gelitten? Ist er in den Fleischwolf geraten? Okay, Maximal stellt sich hier auf und will seinen Außenposten an dieser Stelle verteidigen. Und ja, Alcazone hat noch keine Steineko gebaut, aber er beschafft sich seine Steine über Handel. Deswegen hat er keine Steineko gebaut. Während Julian sich unterdessen stattdessen eine Steineko aufbaut und so seine Steine zusammensetzt. Okay, was passiert hier unterdessen? Hallöchen Manu! Willkommen! Gut, die erste Schmiede wird bei Alasud inzwischen gebaut. Er möchte natürlich auch seine Eisenversorgung aufstellen. Aber wenn wir jetzt in die Punkte schauen, werden wir sehen, dass der Norden einfach drastisch weggerannt ist. Alcazone ganz vorne, gefolgt von Julian. Dahinter haben wir Alasud und dann Maximal. Aber hey, wir sind alle mal da gewesen, nicht wahr? Ich erinnere mich an das 2017-Turnier bei mir. Das war ein Trauerspiel. Es war eine Leistung, 11 Minuten zu überleben, sobald der Waffenstillstand rum war.
Ja, Manu, die Map ist jetzt gewissermaßen auf die Mechanik erzwungen. Mit 30 Minuten Waffenstillstand und Türmen, die sofort erreichbar sind. Die man sich dafür aber erkämpfen muss. Ah, jetzt kommt die Steinversorgung. Nachvollziehbar. Okay, Steinhandel auf zwei Märkten. Der Markt, deswegen, wir haben drei Marktplätze als Möglichkeit. Übrigens 3000er Handelslimit, das heißt, man kann maximal 3000 einkaufen. Und das Balancing Stuff, Handelsbalancing ist auch involviert. Oh, Julian möchte motiviert sein und möchte wissen, wer an der Uhr gedreht hat. Ganz viele Uhren. Alcazone baut Cheltenham aus. Und Alasud baut Oxford aus. Oxford ist da. Also ja, wir können vergleichsweise sicher sein, dass der Norden drastisch stärker sein wird als der Süden. Julian hat jetzt auch seine Festung Santa Della ausgebaut und wir sehen, dass Alcazone anfängt, seine Sperrträge auszubilden. Genau, Barbara, mit C können alle das sehen, mit T können nur die Zuschauer oder das entsprechende Team das sehen. So läuft man nicht Gefahr, aus Versehen den Leuten zu sagen, wo welche Hinterhalte lauern. Aber ich denke, ein Yay, das wird jeden motiviert haben. Das müsste alle bestärkt haben. Das können sie, glaube ich, alle gebrauchen. Positive Bestärkung im All-Chat. So. Ah, oh, da baut sich also dein Marktplatz. Das ist vollkommen in Ordnung, Barbara. Einfach, wenn du mich sehen möchtest, dass alle es sehen können, einfach mit T schreiben. Dann hat man den Teamchat. Eine Alchemisten unternehmen der Kapelle. Die holen sich ihren Schwefel aus ihrem Glauben. Faszinierend. Okay, bei Maximal fehlt auch noch die Eisenmine. Nicht, dass er Eisenprobleme haben würde, weil der Großteil des Eisens aus der Grube kommt. Aus dem Außenposten. Jetzt überlege ich, ob das nicht irgendwie ein hochgradiger IQ-Move sein könnte, die Eisenmine nicht zu bebauen, um für den Fall der Fälle unverehrtes Eisen zur Hand zu haben, das man benutzen kann. Wobei das nicht unbedingt nötig ist, denn wenn man einen Posten verliert, kriegt man vom entsprechenden Posten so einen Ressourcenhaufen hinter die Burg gedrückt. Ah, von Alasud ein Schießplatz. Buchdruck wird geforscht, hier wird noch nichts gehandelt. Die sind nicht versorgt worden, weil sich die Gelehrten da reingesetzt haben. Das ist wahr, wenn man Speerträger haben kann. Wenn man die Leute mit angespitzten Zahnstochern in den Kampf schicken kann, warum überhaupt erst mit Eisen befassen? Absolut unnötig. Ich bin müde, aber kann kein freies Bett finden. Wozu bezahle ich meine Steuern? So, wie läuft inzwischen beim Norden? Mehr Speerträger. Noch mehr Speerträger? Wo hat er den anderen? Oh! Speerträger und Bogenschützen werden losgeschickt in großen Massen von Alcazone. Und Julian kann mit seinen Massen an Holz auch eine ganze Menge Speerträger ausbilden. Und Bogenschützen. Die werden vor allem überall hier aufgestellt. Das ist ein kompletter Aufbau, um einen Rush zu verhindern. Oder auf einen antworten zu können. Die Zeit des Wachs.
Waffenstillstand endet. Mal schauen, was jetzt passiert. Es regnet. Und der Regen beginnt. Mal schauen, wo wir die ersten gewagten Vorstöße sehen werden. Und wie gut die zurückgeschlagen werden können, weil die Türme... Der ist nicht aufgewertet, was Verteidigung angeht. Der auch nicht. Aber ich glaube, diese Türme hier... Auch kein besseres Mauerwerk. Wahrscheinlich haben die ihre Schützengarnisonen, die ihnen die Wohnstätten reingeben, drinne. Aber noch... Ah, da. Da ist die Armee möglicherweise leicht am Vorausschauen. Ich bin müde, aber kann kein freies Bett finden. So, Holz wird halt verhandelt mit Eisen und Stein. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Und hier drüben auch mit Eisen. Kein freies Bett finden. Wozu bezahlen? Alcazone gibt an Julian ein bisschen Geld. Julian bildet sich seine Speere aus. Und kommt dann mit Langbogenschützen und wahrscheinlich Lanzenträgern gleich rein. Kundschafter werden auch mitgebracht. Da werden die Lanzenträger erforscht. Hinten werden, glaube ich, gleich Armbrustschützen und... Nun ja, drei Lanzenträger draus gemacht werden. Ja, also Sud schlägt auf jeden Fall ziemlich gut fürs erste Match. Dafür, dass es so ziemlich das allererste ist, was wir hier im Turnier von ihm sehen. Maximal hängt da ein bisschen hinterher, aber da kann man reinkommen. Oh, da sind auch die ersten Scharfschützen. Die ersten Musketen werden schon mitgebracht. Alcazone baut jetzt auch seine Außenposten wahrscheinlich auf Verteidigungsmaßnahmen aus. Auf diesen Seiten wird, glaube ich, auch schon ein bisschen Richtung Verteidigungsmaßnahme gebaut. Und Alcazone bekommt eine kleine Holzlieferung von Julian, der nicht am Handeln ist. Verfügt nun über seine Zitadelle. Kommt schon, lass dem Süden ein bisschen Zeit. Um 21 Uhr ist erst das nächste Spiel. Mach das nicht zu schnell fertig. Ansonsten muss ich irgendwas überlegen, um das zu füllen. Ah, eine Schießanlage steht jetzt hier. Die Handelsroute hier ist einfach komplett am Abgehen. Es klart auf. Karren nach Karren sind einfach unterwegs. Die haben das gut aufgewertet. Maximal gibt dann alles gut Lehm. Was macht er damit? Alcazone ist halt inzwischen schon ein gutes Stück darüber hinaus. Er hat da schon bei einigen Turnieren mitgemacht. Aber nach dem Stand, wie wir fortgeschritten messen, ist er noch klassifizierbar unter Anfänger. Nach diesem Turnier bin ich mir da nicht mehr so sicher. Nach diesem Turnier wäre ich schon, also nach dem, was wir von ihm gestern und auch heute sehen, würde ich ihn inzwischen schon in Richtung fortgeschritten klassifizieren. Julian übrigens auch. Also, fürs nächste Turnier, falls die Organisation so funktioniert oder die Aufteilung so funktioniert wie dieses Turnier, kommen die nicht in den Sandkasten. Die haben halt eine massive Entwicklung hingelegt seit letztem Turnier und das sieht man. Und ich bin echt gespannt zu sehen, ob der aktuelle Süden hier, ob das Team Maximal Plus 1, diese Entwicklung auch hinlegen wird. Genau genommen hoffe ich das. Also smurfen sie gerade. Nein, Schmelling. Nicht den Leuten ihre Leistung aberkennen. Ermutige sie. Bewundere das Wachstum der Fähigkeiten, das wir sehen. Klar, es gibt immer ein paar Sachen, die man merkt. Aber generell hat sich der Norden ganz gut entwickelt. Okay, Langbogenschützen gemeinsam mit Streitlanzenträgern. Treffen gleich hier drauf. Wenn Maximal seine Helden richtig spielt, kann er das besiegen. Sind die voll durchgeforscht? Nein.
Genau genommen haben sie noch nicht mal die wirklich schwierigen Technologien. Bei Alcazone sieht das ein bisschen anders aus. Hat er... Zumindest hier. Auf jeden Fall sehen wir es auf beiden Fronten, einen Vorstoß des Nordteams. Und möglicherweise gleich auch über die Mitte. Okay. Oh, Drake wird schon bereit gemacht. Wir sehen, Drake wird wahrscheinlich gleich einen der Helden erwischen. Wahrscheinlich Marie de Morfichet. Mal sehen. Nein, Drake hat Drake ausgeschaltet. Um zu finden, dass die eigene Marie ausgeschaltet wurde. Weil... Oh, jetzt kommen die Wohnstätten. Okay, hier versucht maximal seine Heldenkombi. Und erwischt damit ordentlich was. Eric muss sich natürlich jetzt auch zurückziehen. Aber dennoch, mit Hilfe der Wohnstätte. Die semmelt hier schon ein bisschen. Der Milizsoldat guckt sich das Ganze an. Er feuert die Leute von hinten an. Wie sieht es hier drüben aus? Kein vorrangiger Heldensniper. Doch, hat. Hat ein Verhältnis stattgefunden? Ja, Eric wurde erwischt. Da hat Marie ihr Gift rausgeprügelt. Und wurde auch ausgeschaltet. Aber alles gut, wird hier auf die Seite auf jeden Fall zurückgeschlagen werden. Hier drüben hat Maximal tatsächlich eine sehr gute Marie noch hingelegt. Die Marie wird kurz mal von der Wohnstätte gelöscht. Okay. Auf dieser Seite. Eric ist unterwegs. Er hat seine Fähigkeiten regeneriert. Wenn er könnte hinten die Bogenschützen ausschalten. Er sollte auf jeden Fall einen gebufften Wirbelschlag gleich machen. Am besten wirklich in die Bogenschützen rein. Und er bildet jetzt hier hinten Armbrustschützen aus. Oh, jetzt wird er halt erwischt, weil er aufgefallen ist. Er zieht sie zurück. Er hat seinen Wirbelschlag gemacht, aber ungebufft. Deswegen hat er weniger Schaden gemacht. Jetzt kommen allerdings von also die Armbrustschützen auf diese Flanke raus. Die haben nicht viel gebaut, aber sie haben viel gespart. Nicht unbedingt was Geld angeht, aber was Ressourcen angeht. Hier drüben wurden die Helden von der Wohnstätte zurückgeschlagen. Allerdings hält dieser Turm nicht mehr ewig lange. Kommt irgendwo noch ein Angriff über die Mitte? Nein, nicht, dass danach aussehen würde. Okay, auf beiden Flanken gehen die Flankentürme jetzt verloren. Okay, der Eric wurde ausgeschaltet. Der Außenposten Cambridge ist genommen. Dementsprechend dienen die Verteidigungsanlagen jetzt dem Nordteam. Maximal versucht es gleich nochmal mit dem Gegenangriff. Vielleicht... Ich ehrlich gesagt, mit den Verteidigungsanlagen sehe ich es als schwieriger an, da einen Gegenangriff machen zu können. Allerdings kommt Alasut dazu, seinen Turm zurückzuholen. Er bringt nämlich Armbrustschützen mit und die sind in der Lage, das hier abzuwehren, was hier ist. Aber Maximal wird seinen Punkt nicht zurückgenommen bekommen. Hallöchen, Hunter. Okay, da wird... Macht er den Wirbelschlag noch? Ja. Marie muss ihr Gift noch vorher zünden. Es beginnt zu regnen. Okay, sie ist ungebufft. Sie bewegt sich und Gift. Und hat noch ordentlich was reingesetzt. Also wenn das gebufft gewesen wäre, hätte noch viel mehr weg sein können. Aber jetzt werden diese Truppen halt von der Wohnstätte da drin zerschossen. Und wir sehen, dass Julian das Teil noch weiter verstärkt. Aber dennoch, Heldeneinsatz funktioniert schon ganz gut. Was ist mit denen hier passiert? Und da kommen jetzt die Hilebardiere, die absolut gar keinen Spaß mehr verstehen. Der Kundschafter schlägt erstmal den Bogenschützen hier tot, weil er auch keinen Spaß mehr versteht.
Mehr Wohnstätten, Schmeling. Im Endeffekt, mit jeder Ausbaustufe kommt eine Wohnstätte dazu. Also, das Teil wird einfach nur wütender und wütender. Und mehr Wohnstätten bedeutet natürlich, dass die Dinger ganz schön hart reinsemmeln können. Spacelos erscheint, Space Lord desinkt. Das ist heute irgendwie das... Ich habe hier eine sehr gute Marie verpasst. Eine Marie, die es gerade geschafft hat, eine komplette Armbrustschützenarmee auszulöschen. Wir kommen und sehen einfach nur das Blutbad, das da entstanden ist. Jetzt wagt das Nordteam einen Angriff über die Mitte, weil sie vergleichsweise zuversichtlich sind, dass sie hier nicht aufgehalten werden. Und auch hier ist sich Julian relativ sicher, dass seine Hellebardiere nicht gestört werden. Es wird Sommer. Aber er hat das Hellebardiere mitgebracht werden. Und die Dare-Statue auch wieder sehr ästhetisch auf den Vorplatz der Burg gesetzt. Darauf wird natürlich Wert gelegt. Langschwertkämpfer hier an der Seite inzwischen. Und Alasud bringt weitere Armbrustschützen hier in Position. Wie sind die denn durchgeforscht? Die haben noch keine Forschung. Aber, dass Hellebardiere hier mitgebracht werden, nachvollziehbar. Wobei er sich wahrscheinlich bei seinem Eisennachschub definitiv ohne größere Probleme Schwertkämpfer leisten könnte. Okay, Maximal wurde hier zurückgedrängt. Seinen Helden ging das nicht so gut, aber ich glaube, die haben hier noch was gemacht. Da waren mehr Hellebardiere. Maximal kämpft hier gegen an. Drake sollte wahrscheinlich sogar in der Nähe der Schützen sein, damit die ein bisschen überhaupt Schaden machen. Aktuell machen die 8 Schaden gegen die 8 Rüstung, was bedeutet, die machen ganz genau einen Schadenspunkt. Wenn die Rüstung gleich oder größer ist als die Rüstung, als der Schaden, dann kommt nur ein Schadenspunkt durch. Man macht niemals 0 Schaden. So. Julian braucht seine Helden scheinbar nicht. Für ihn sind seine Hellebardiere und sein Kundschafter die Helden. Und er setzt sich einen Schießplatz hier vorne rein. Er bringt mehr Langbögen mit. Genau, Schützen sind gut gegen Speerträger, das ist wahr. Aber Kurzbogenschützen machen gegen Hellebardiere nichts. Also ja, hier sieht man, wie stark die Handelsrouten zwischen geworden sind. Der Norden hat das sehr gut eingerichtet. Hier unterdessen ist, Alcazone auf die kleine Gruppe an Speerträgern, die hier als Garnison stand, gestoßen. Und es gibt nicht viel, was Maximal dagegen machen kann, weil er pleite ist. Wobei Alcazones Erik zurückgeschlagen wurde. Hier drüben an dieser Flanke wird wieder gekämpft. Und da machen die Armbrustschützen jetzt ordentlich was. Also Alasud legt ja einen guten Kampf an dieser Flanke hin. Gebuffte Armbrustschützen. Wenn sie noch mit Drake buffen würde, würden die hier ordentlich was machen. Aber jetzt sind hier Bastardschützenkämpfer. Unformiert natürlich. Marie und Drake werden mitgebracht. Und wir sehen, was diese Armbrustschützen hier gerade machen. Sie sind auf doppelten Schaden gebufft und sie machen selbst die Schwertkämpfer hier ganz gut weg. Aber Alcazone schickt eine Abteilung seiner Lanzenträger los, um das gemeine Zentrum von Maximal zu holen. Und jetzt schlagen hier die Wohnstätten zu. Und wir sehen, was hier passiert. Erik wurde gelöscht. Marino, auf ich hier will jetzt ein Gift rausdrücken. Was ein bisschen was gemacht hat, aber sie ist halt nicht verstärkt. Drake unterdessen verstärkt hier die Armbrustschützen, damit die in der Lage sind, hiermit fertig zu werden. Wenn Drake jetzt noch den feindlichen Drake ausschaltet, dann läuft das ordentlich. Also Alasud macht das auf seiner Flanke sehr stark. Aber das, wogegen er anrennt, das wird er nicht besiegen können.
Denn letzten Endes, was es dem Süden fehlt, ist Geld. Die haben die Kampfressourcen. Die kommen natürlich aus den Posten, aber die haben kein Geld. Sie glauben, dass sie keine so großartig elaborierte Wirtschaft aufgebaut haben. Okay, der erste von Maximals Dorfplätzen ist gefallen. Okay, der Drake will sich zurückziehen. Die Schützen wurden als tot anerkannt, als die Masse an Schwertkämpfern da reingerannt ist. Bin jetzt sicher, warum sich Drake spezifisch zurückzieht. Er könnte Marie theoretisch ausschalten, um ihre Fähigkeiten der Regeneration zu verhindern. Stimmt, Maximal hat niemals ein zweites Dorfzentrum gebaut. Und Alasud auch nicht. Da ist ein drittes Dorfzentrum. Stimmt. Hier unterdessen arbeitet sich Alcazone einfach durch. Mit seiner ganzen Horde. Die Renezuren werden wahrscheinlich ein leeres Dorfzentrum finden. Dieser Leibeigene wiederum, er will schlagen. Er hat Gewalt gewählt. Und wird wahrscheinlich gleich ein Dorfzentrum dadurch finden. Nein, er schlägt die Hilebardiere und die Hilebardiere verstehen keinen... Die Hilebardiere finden das sehr lustig. Und beachten es gar nicht. Dieser Turm ist, glaube ich, mit nur einer einzigen Wohnstätte versorgt. Ich frage mich wirklich, ob Elibi es schafft, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich regenerieren die zu hart. Alcazone hat Zaubfenton eingenommen. Nun, ein Dorfzentrum hat maximal schon noch. Ihr könnt nicht die Burg einfach so wegbrennen. Vielleicht schafft Elibi es doch. Behalten wir im Auge. Er schlägt diesen einen Hillebardier. Er ist entschlossen. Ah, da ist gerade Julian aufgefallen. Er muss noch ein Stück weiter gucken. Wie sieht es hier drüben bei Alasud aus? Er sammelt sich, um seinen Posten zu halten. Das Problem ist, dass die Flanke hinter ihm jetzt gleich offen ist. Was meinst du mit Sneaky? Der Leib hat keinen Kill gemacht. Bedauerlich. Hier drüben wird Alasud inzwischen zurückgedrängt. Aber das ist nicht unbedingt Sneaky. Ich glaube, Alcazone hat sich das einfach ganz absichtlich kurz mal weggeholt. Was natürlich Sneaky nicht ausschließt. Aber ich glaube, an Leben liegt jetzt nicht mehr wirklich. Ja, Alcazone reißt hier einfach durch. Ich glaube ja, Julian scheint noch nach dem Dorfzentrum zu suchen, ist sich aber nicht ganz sicher. So, die Eisenversorgung ist damit jetzt auch gefallen. Und diese Masse an Schwertkämpfern wird wahrscheinlich gleich einfach in die Siedlung hier reindringen. Also Sud hat kein Geld mehr. Also ich glaube, Lehm ist nicht unbedingt, was den Unterschied macht. Was den Unterschied machen könnte, wäre vielleicht... Oh, jetzt... Jetzt kommen hier haufenweise Banken hin. Er hat halt viele Ressourcen gespart die ganze Zeit über. Bankenausbau kostet Geld, nicht wahr? Das kostet 150 Taler. Und hier werden gerade Taler für Schwefel eingehandelt. Teurer Handel, aber mit dem Schwefel kann er ohnehin nichts anfangen. Es wird aber bis zum letzten Atemzug gekämpft. Der letzte Atemzug ist ein bisschen näher, als man möchte, aber es wird bis dahin gekämpft.
Es ist, muss man in aller Fairness sagen, eine komplexe Karte. So, Maximal wird gleich fallen. Und da Maximal keinen Turm besitzt, werden wir nicht sehen, was passiert, wenn ein Turm unabhängig wird. Denn dann spawnt da eine Armee aus 4 Streitlanzenträgern und 4 leichten Scharfschützen. Ja, die Außenposten behalten ihre Upgrades. Da hat Marie-Demofiché gerade noch ein paar gute Schwertkämpfer mitgenommen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen, ich mach das schon. Und Maximal hat es geschafft, ein Dorfzentrum wieder irgendwo zu besetzen. Er hat das hier einfach wieder gebaut, weil keine Garnison hinterlassen wurde. Damit kauft er Zeit. Aber jetzt sind hier bastardische Kämpfer gebufft mit 44 Schaden unterwegs. Und die kennen einfach keine Gnade. Da hat Erek auch immer kurz die Armbrustschützen ausgelöscht. Und wir sehen, Julian bringt einen Stall mit. Hat auch seine Helden auf die Seite mit dabei. Noch wird hier ein bisschen nach den Außen, nach den Dorfzentren gesucht. Und Maximals Erek wurde gerade auch wieder gelöscht. Wie all seine Helden. All seine Helden liegen gerade ein bisschen vor der Burg rum. Azut spricht das GG aus. Julian nimmt das an. Dorfzentren wurden sie gefunden. Alka-Zone untermauert das GG. Und die nächste Welt ist weg. Und Maximal bestätigt das ein weiteres Mal. Folgt darauf ein Self-Destruct oder wird es einfach auf die blutige Art und Weise zu Ende gebracht? Es gab halt... Ah, warum? Der Außenposten Oxford wurde erstmal ausgebaut. Einfach alles mitnehmen. Es gab halt durchaus eine gewisse Differenz und ich denke, Alcazone und Julian sind das erfahrenste Team unter der Gruppe 3. Und das bemerkt man. Maximal hat sich ganz sneaky sein nächsten Dorfzentrum wieder aufgebaut. Den letzten hat er sich aber noch nicht beschafft. Und er bildet hier seine Speerträger aus. Und jetzt sind noch ein paar schwere Reiter unterwegs. Ich wäre gespannt zu sehen, ob sich das Nordteam stattdessen dafür entscheidet, einfach den letzten Turm zu nehmen und auf den eroberten Provinzensieg zu gehen. Wobei, in den meisten Fällen ist es so, wenn man es schafft, alle 4 Türme des Gegnerteams einzunehmen, dann kann man den Gegner auch gleich komplett auslöschen. Okay, hier hinten kämpfen die Speere gegeneinander. Und dieser Schmied gibt uns hier seinen besten interpretativen Tanz ab. Weil er nicht in die Burg reinkommt, um seine Sachen abzuholen. Denn die Tür steckt. Alcazone baut Southampton aus. So. Alasuts Helden werden immer wieder ein bisschen zusammengeschlagen. Und dieser Leibeigene steht hier und hebt die einfach immer wieder auf. Wann immer er nicht getötet wird. Und er wird auch schon ignoriert. Hier wird spezifisch nach dem Siedlungsplatz geschaut. Wenn Maximal richtig trollen wollen würde, könnte er einfach den Siedlungsplatz jetzt aufbauen. Jetzt, wo sie so mehrmals geschaut haben, ob der nicht wirklich da steht,
Einfach wieder aufbauen, bevor der hier dann verschwindet. Und dann lustig sein. Marie de Morfichier wurde auch wieder kurz zusammengeschlagen. Wird aber gleich wieder aufgehoben. Hier oben kämpfen die Helden gegen schwere Reiter, was niemals gut für Helden ausgeht, aber die Speerträger halten sich tapfer. Und alle sind jetzt ab jetzt angreifbar. So, wird diesmal darauf geachtet, dass Dorfzentrum nicht wieder aufgebaut wird? Hat alle noch Leibeigene? Ja, er könnte. Er könnte es ganz sneaky wieder aufbauen irgendwo. Das hier oben ist allerdings bewacht. Da geht Alcazone gar keine Chancen ein. Er stürmt jetzt einfach mit all seinen Schwertkämpfern in die Burg. Und jetzt ist auch dieses Dorfzentrum wieder aufgefallen. Alcazone lässt auch hier überhaupt gar keine Wahrscheinlichkeiten zu, schickt seine Schützen hier rüber und hält damit dieses Dorfzentrum, damit es nicht wieder sneaky aufgebaut wird. Oder damit es nicht zum ersten Mal sneaky aufgebaut wird. Stimmt. Naja, nicht unbedingt. Okay, Alasut hat verlassen. Nun, noch ist es nicht rum. Entpausieren, würde ich sagen. Nun, er wurde bereits ausgelöscht. Okay, da hat Maximal den Self-Destruct benutzt. Okay, jetzt ist rum. Und dann sehen wir noch... Dann sehen wir hier. Tatsache, weil alles Turm noch gewesen ist, dann sehen wir, was dann hier rauskommt stattdessen. 4 Trupps voll voll erfahrener Streitlanzenträger, 4 Trupps voll erfahrener leichter Scharfschützen. Und die würden mit Helden einfach kurz Hackfleisch draus machen. Die würden keine Gnade zeigen. Aber es war ein interessantes Spiel zu sehen. Das ist Wucher! Und gar nicht mal schlecht für das Südteam, was ein erstes Mal angeht, auf jeden Fall. Übung ist natürlich nötig, aber gar nicht mal so schlecht. Und vielen Dank für die 300 Bits, Hayes. So. Alle Gebäude, Bauernhöfe, Wohnhäuser und Arbeitsplätze. Dann die Soldaten. Der Norden hat halt durchgehend rauspumpen können. Und es wurde bis zum Ende nicht weniger. Die Motivation... Die Leibeigenen, die Arbeiter, die akquirierten Ressourcen. Besonders Taler waren wohl ein riesiger Unterschied. 15 Gebäude wurden durch Alcazone zerstört. 14 durch Alasud verloren. Die meisten Kills hat Alcazone mit 325 gemacht. Dahinter haben wir dann aber Alasud, der mit seinen Armbrustschützen durchaus was gemacht hat und 257 erledigt hat. Dann haben wir... So... Immer. Hallöchen. Hallo. Das war ein schönes kleines Spielchen, das ihr da hingelegt habt. Jo. Ja. So, manchmal sehr, sehr überfordert so mit den Economy Managern und dabei die ganze Zeit falten. Ja. Deswegen habe ich auch keine Banken-Economy gemacht und so. Weil ich es aber nicht mehr hinbekommen habe. GG an euch. GG. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und auf jeden Fall nicht schlecht gewesen für ein erstes Mal im Turnier. Ja, Finch. Da bin ich da. Ich gehe gerade durch die Statistiken für die Aufnahme durch. Ja, es war echt von euch echt schlau gespielt, Mann. Na, danke schön. Man muss dazu auch sagen, es ist eine sehr komplexe Karte. Hast du die auf der Karte vorher geübt, oder? Nee. Nee. Haben nicht geübt. Und ihr?
Ja, doch, wir hatten den Aufbau schon geübt. Ja, okay. Ja, das war auf jeden Fall von euch sehr schlau so. Naja. Dann haben wir alle Statistiken erstmal hier durchlebt und dann moderiere ich mal für YouTube ab. Euch, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Spiel wieder, das ich dann in einer Stunde aufnehmen darf. Bis dahin, viel Spaß und Cheerio. Bis dann.